Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr PowerPoint-Folien am Lightboard einblenden könnt. Ich stehe hier wieder hinter dem Lightboard und habe den PC bereits gestartet. Ich beginne nun auch gleich direkt mit einer Aufnahme. Hallo erneut und am Ende des Videos könnt ihr euch dann auch das Video anschauen, das ich jetzt gerade mit dem Lightboard-PC aufzeichne. Möchte man nun PowerPoint-Folien oder allgemein Präsentationsfolien einblenden? Das funktioniert nämlich auch mit Präsentationen im PDF-Format oder welche Präsentation immer man einblenden will. Startet man diese und drückt nun auf dem Stream Deck, also auf der Tastatur, mit der der Lightboard-PC gesteuert wird, hier auf PowerPoint unten in der Mitte. Und nun sieht man schon, am rechten Bildschirm in der Aufnahmesoftware OBS wird nun der linke Bildschirm aufgenommen. Das heißt, mit dieser Aufnahmesoftware zeichne ich nun das auf, was man hier im linken Bildschirm sieht. Deshalb sieht das gerade etwas komisch aus, aber sobald ich hier die Präsentation im Vollbildmodus starte, kann man sehen, dass nun die Aufnahmesoftware die Präsentation richtig aufnimmt. Nun kann ich hier mit den Pfeiltasten auf der Tastatur ganz normal durch die Präsentation durchgehen und das Gleiche passiert auch hier in der Aufnahme. Wir empfehlen dabei, die Präsentation so zu gestalten, dass die linke Hälfte leer bleibt und der Inhalt nur auf der rechten Seite gezeigt wird. Dadurch ist es im Lightboard-Video dann so, dass auf der linken Seite Platz für den Präsenter, also in dem Fall hier mich ist, und auf der rechten Seite der Text oder die Grafiken eingeblendet wird. Nun habe ich hier noch einen kleinen Trick vorbereitet, denn auf der nächsten Seite verschwinde ich ganz plötzlich und der Grund hierfür ist ganz einfach, denn hier auf dieser Folie ist der Hintergrund ganz schwarz und unser Aufnahmeprogramm OBS sorgt dafür, dass der schwarze Hintergrund transparent wird. Und hier auf der nächsten Folie ist der Hintergrund nicht ganz schwarz, sondern ein sehr dunkles Grau und deshalb werde ich hier nicht transparent. Das kann man zum Beispiel gut nutzen, um die Zuseherinnen aufzufordern, das Video kurz zu pausieren. Und man selbst hat einen Moment Zeit, um sich hinterm Lightboard neu zu richten. Wenn ich hier weitergehe, werde ich wieder eingeblendet. Das hat euch einen guten Überblick gegeben, wie man PowerPoint am Lightboard einblenden kann und nun beende ich die Aufnahme. Hallo erneut und am Ende des Videos könnt ihr euch dann auch das Video anschauen, das ich jetzt gerade mit dem Lightboard-PC aufzeichne. Möchte man nun PowerPoint-Folien oder allgemein Präsentationsfolien einblenden? Das funktioniert nämlich auch mit Präsentationen im PDF-Format oder welche Präsentation immer man einblenden will, startet man diese und drückt nun auf dem Stream Deck, also auf der Tastatur, mit der Lightboard-PC gesteuert wird, hier auf PowerPoint, unten in der Mitte. Und nun sieht man schon, am rechten Bildschirm in der Aufnahmesoftware OBS wird nun der linke Bildschirm aufgenommen. Das heißt, mit dieser Aufnahmesoftware zeichne ich nun das auf, was man hier im linken Bildschirm sieht. Deshalb sieht das gerade etwas komisch aus, aber sobald ich hier die Präsentation im Vollbildmodus starte, kann man sehen, dass nun die Aufnahmesoftware die Präsentation richtig aufnimmt. Nun kann ich hier mit den Pfeiltasten auf der Tastatur ganz normal durch die Präsentation durchgehen. Und das Gleiche passiert auch hier in der Aufnahme. Wir empfehlen dabei, die Präsentation so zu gestalten, dass die linke Hälfte leer bleibt und der Inhalt nur auf der rechten Seite gezeigt wird. Dadurch ist es im Lightboard-Video dann so, dass auf der linken Seite Platz für den Präsenter, also in dem Fall hier mich ist, und auf der rechten Seite der Text oder die Grafiken eingeblendet wird. Nun habe ich hier noch einen kleinen Trick vorbereitet, denn auf der nächsten Seite
verschwinde ich ganz plötzlich. Und der Grund hierfür ist ganz einfach, denn hier auf dieser Folie ist der Hintergrund ganz schwarz und unser Aufnahmeprogramm OBS sorgt dafür, dass der schwarze Hintergrund transparent wird. Und hier auf der nächsten Folie ist der Hintergrund nicht ganz schwarz, sondern ein sehr dunkles Grau und deshalb werde ich hier nicht transparent. Das kann man zum Beispiel gut nutzen, um die Zuseherinnen aufzufordern, das Video kurz zu pausieren. Und man selbst hat einen Moment Zeit, um sich hinterm Lightboard neu zu richten. Wenn ich hier weitergehe, werde ich wieder eingeblendet. Das hat euch einen guten Überblick gegeben, wie man PowerPoint am Lightboard einblenden kann. Und nun beende ich die Aufnahme.